herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Real Farming LS19 meets Reality auf der Grünfelder Land. Solange ich jetzt noch auf den Herrn Müller warte, werde ich mal gerade die Eier ein bisschen verladen. Und ich glaube... Okay, werden wir doch nicht machen. Ich werde nur kurz die zweiten Bordwände noch drauf machen. Aber Runa? Jo, Moment. Ja, ich wollte eigentlich nur fragen, wo ich das Schätzchen parken darf. Ja, hier, fahren Sie rein. Also, gut. So. Dann steht der schon mal bereit. So, kommen Sie rüber. Ja. Auto steht schon parat. Ja. Was hier? Moment noch kurz. Ja, alles gut. Wissen Sie, ich mache immer von meinen Fahrschülern ein Bild, das ich ein bisschen angeben kann. So unter den Fahrlehrern. So der Running Gag. Gut, dann starten Sie mal. Ja, vorab halt natürlich. Ah, nee. Ja. Ja, genug Tank haben wir. Gucken wir mal, ob auch Licht geht. Geht. Denke auch. Genug Reifendruck ist auch da. Ich würde mal sagen, da steht der Tour nichts mehr im Wege. Gut. Hier zum Tor und dann links, bitte. Okay. Ja, weshalb haben Sie denn den Führerschein? Warum müssen Sie denn zur Nachprüfung? Ich hatte einen Unfall beim Überholen. Oh, okay. Geradeaus, einfach mal. Dann biegt man links ab. Und die nächste gleich wieder rechts. Warum haben sie denn jetzt angehalten? Um zu schauen, ob jemand kommt. Ach so. Ja, aber ja. Vorfahrt gewähren, kennen sie. Ja, klar. Okay. Alles gut? Ja, warum? Okay. Was? Der Bauhof aufgehört, jetzt hängen die Schilder hier schräg. Ja. Hat man jetzt auch nicht so dran gedacht. Naja. Denken halt alle immer nur kurzfristig als große Geld. Die zweite rechts. Dann links. Und die nächste wieder rechts. Hui. Wir müssen sehr aufpassen. V8 hier am Start. Ja, der zieht. Das heißt, mein alter Pickup, den ich noch habe. Dann, ja, fahren sie gerade was weiter. An der nächsten rechts, bitte. Okay.
Sie haben aber schon die Geschwindigkeiten so von der Landstraße im Kopf. 100 km/h. Sah gerade aus, als wäre es schneller gewesen. Ja gut, 102 ist vielleicht noch in der Toleranz. Bei der Prüfung nicht. Die nächste links. Okay. Müssen Sie nur eine. Machen Sie das Radio mal aus. Müssen Sie nur eine Theoriestunde, eine Praxisstunde nachweisen oder müssen Sie auch die Prüfung nochmal machen? Soweit ich weiß, nur Praxis. Okay. Geradeaus und dann in den Hof, bitte. Okay. Ich mache ihn gerade mal auf. Kommen Sie rein. Ist er überhaupt da? Ich glaube, der ist nicht da. Habe ich auch. Dann fahren wir wieder raus. Okay. Nehmen Sie die andere Ausfahrt. Die rechts Okay. hier. Und dann rechts. Ein bisschen gefährlich, die Ausfahrt. Man sieht nicht so viel. Das stimmt. Ja, aber so im Allgemeinen fahren sie doch ziemlich sicher. Hoffe ich. Und dann rechts. Und dann die zweite links, bitte. Hier dürfen wir nicht lang. Gut, fahren Sie geradeaus weiter. Das war ein Test. Haben Sie bestanden? Sehr gut, Herr Müller. Ich meine, ist ja nur 4 Fahrzeug und Faktor darf ich ja noch fahren, von daher. Ja. Haben Sie schon richtig gemacht. Ach so, Sie müssen ja wieder zu mir, ne? Da steht ja Ihr Traktor. Ja, Mist. Genau. Jetzt hätte ich Sie sonst zu Hause abgesetzt. Ja, dann fahren wir rechts auf den Aldi-Parkplatz. Hatten Sie eigentlich das Geld schon überwiesen? Nee, ja. Nee. Ich habe ja noch keine Rechnung oder Buchzahlen, ne? Ja, stimmt.
Und dann parken Sie gerade mal hier auf dem Parkplatz geradeaus. Also da vor den Geländewagen. Hier? Nein. Da links, den ersten Parkplatz, den wir da haben. Ach so. Okay, hier stehen sie gut, aber eigentlich habe ich den hier gemeint. Ach so. Vor den Geländewagen. Ach, vorher, ich habe neben verstanden und deswegen war ich so verwirrt. Oh, das ist aber. Bildzeitung passt vielleicht noch dazwischen. Ja, der steht auch ein bisschen weit vorne. Okay, gut, passt. Ja, fahren Sie mal raus. Ja, wäre sonst ein bisschen eng. Gut, dann fahren Sie wieder zu mir. Okay. Schnellster Weg. Oh, da muss ich noch mal gucken. Ja, so wie wir Gleich gekommen noch. sind. Nee, da fahren Sie vorher noch geradeaus, aber dann. Ich sage Ihnen dann. Der Gehweg ist nicht zum Fahren da. Ja. Rechts und gleich wieder links. Und dann immer geradeaus. Machen Sie mal den Blinker aus. Nein, kriegen. Neumann hat seinen Anhänger bei mir geholt. Oder einer von Was war denen. der für ein? Der hat doch einen John Deere. Ja? Ja. Hat er auch so einen Anhänger? Glaube. Oh, okay. Geradeaus weiter. Nächste links und dann wieder rechts. Die 102 km/h hat es ihnen angetan, ne? Oh, da stehen sie schon wieder. Denken Sie daran, dass sie auch noch 50 ist. Ja, wir waren bei 50. Der Tacho sieht manchmal ein bisschen anders aus. Komisch, bei mir hat er 50 angezeigt. Okay. Nein, vielleicht muss ich mal einen Service machen. Vielleicht hängt die Nadel manchmal. Eigentlich hätte ich das gerne noch dazu holen. Gut, ich würde dem Herrn Jäger, sobald er da ist, dann die Nachricht zukommen lassen, dass sie soweit wieder oder die Nachprüfung und die Praxisstunde absolviert haben. Wenn ich jetzt nicht noch einen Unfall baue. Ja, vorausgesetzt, das ist ja wohl logisch. Ja, nee, passiert nicht. Wie läuft es bei Ihnen eigentlich im Betrieb? Ja, geht. Okay, könnte besser sein, könnte schlechter sein. Okay. Also Verkäufe sind quasi null, aber Ernteeinnahmen, das geht. Okay. Bei Ihnen? Ja.
Der Handel ist halt irgendwann ausgereizt, ne? Ja, Wenn das man, stimmt. wenn alle Leute ihre Gerätschaften haben. Das stimmt in der Tat. Wobei man da auch mal, vielleicht müsste auch mal geprüft werden, ob da nicht das eine oder andere Fahrzeug schon wieder ausgesondert werden muss. Fahren Sie vorne ans Haus und dann in die linke Garage. Okay. Ob da ein TÜV abgelaufen ist oder sonst irgendwas, das müssen wir mal gucken. Aber wiederum auch Sache von der Polizei. Ja, klar. Gut, Herr Müller. Gut, dann sagen Sie nur noch, was Sie bekommen. Ja, 2000, wie gehabt. Die kriegen Sie. Dankeschön. Dann wünsche ich Ihnen noch einen schönen Tag. Ja, Ihnen auch. Tschüss. Tschüss. So, liebe Leute, das war's von der heutigen Folge. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like, Abo und einen Kommentar da. Schaut morgen wieder rein. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.